Das Fazit zur längsten Radtour unseres Lebens. Welches Filmequipment hatten wir dabei? Würden wir die Abfahrtzeit nochmal so machen? Und welche Lampe haben wir benutzt? Das alles seht ihr in diesem Video. Viel Spaß damit! Mit dabei ist natürlich Basti, der das Ganze miterlebt hat. Und wir nehmen ein bisschen Platz. Wir wollen in diesem Video ein bisschen das Fazit ziehen nach unserem Abenteuer und auch Fragen beantworten. Wie ihr merkt, dadurch, dass es der Tag danach ist, ist das Video noch nicht online. Ganz am Ende wird es also die Fragen geben, die unter dem Video platziert wurden. Dafür werden wir dann die Lokalität wechseln oder ich werde sie wechseln. Aber erstmal heißt es, ein bisschen Revue zu passieren, vielleicht auch schon die ersten Fragen zu klären. Wie war es, Basti? Was waren deine großen Eindrücke vielleicht erstmal? Wie hat es dir gefallen? Genau, also gefallen hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. War eine richtig tolle Erfahrung, das zu machen, auch da seine Grenzen halt zu pushen. Das durchzuziehen auf der Tour selbst war halt, alles dabei. Also am Anfang war man richtig euphorisch, alles gegeben. Dann noch zwei Tiefs, wo ich wirklich dachte, okay, ist gleich Sense. Ja, und dann halt, als wir über den Berg, über die Kuppe gefahren sind und den ersten Blick hier auf den Gardasee erhascht haben, da war natürlich Euphorie 1000, super happy. Und ein richtig erleichterndes Gefühl. Ja, wie geht's dir in Sachen Körper? Das ist vielleicht auch eine Frage, die ihr habt. Nach 375 Kilometern sind es ja geworden. 360 waren geplant. Da können wir dann später vielleicht auch mal noch drauf eingehen. Aber wie geht's dir körperlich jetzt den Tag danach? Tatsächlich eigentlich sehr gut. Also ich habe schon ein bisschen schwere Beine, aber ich habe keinen massiven Muskelkater. Nirgendwo, auch nicht im Nacken oder im unteren Rücken oder Arme, Trizeps, wie auch immer. Das glaubt man eigentlich gar nicht, oder? Es ist crazy, muss man echt sagen. Wir hätten uns den vielleicht holen können, wenn wir in den Bergetappen noch ein bisschen härter getreten hätten. Wie auch immer. Aber so in Summe, bin ein bisschen müde, bin ein bisschen schlapp. Aber irgendwie, dass ich sage, okay, Muskelkater, kann die Beine nicht bewegen oder irgendwie sowas, habe ich tatsächlich nicht. Ja, und davon kann ich auch so berichten. Das ist tatsächlich so, die Körper sind okay. Während der Tour gab es, wie wir auch schon auf der Tour gesagt haben, ein paar Wehwehchen. Tatsächlich aber Sitzfleisch, also da war nicht das große Problem. Es war dann manchmal ein bisschen Handgelenk, ein bisschen Nacken. Basti hatte noch ein bisschen Schmerz unter der Brust. Dann war ein bisschen schlecht von der Nahrung, die wir, also es ist halt, die Nahrung war gut. Also sonst hätten wir das wahrscheinlich mit dem Muskelkater auch nicht so wie heute. Sondern vielleicht stärker. Aber wenn du nur sowas isst, nur Riegel, nur eben diese Gummibärchen und mal was von der Tanke, dann wird dir hier irgendwann mal ein bisschen schlecht. Das ist, glaube ich, relativ normal. Und ja, Koffein durch die Nacht ist ja auch ein Thema. Da haben wir ja schon ein bisschen überdosiert. Jetzt im Vergleich zum Normaltag, das kann ja auch schlecht machen. Ne? Ja, total. Ja. Also voll dabei. Meinung, hätten wir, glaube ich, das so nicht mit dem Essen gemacht, dann wäre das nicht so gut ausgegangen. Ja, ist vielleicht auch ein ganz starkes Thema, wo wir als erstes drauf eingehen können. Jetzt haben wir ja schon mehrfach erwähnt, haben wir jetzt auf die Dattelriegel gesetzt von Robert. Wir haben dann auf die auf Sponsor gesetzt in der Flasche. Das hatte Mineralstoffe, hat ein bisschen auch Kaffeine, dann die Gels. Das hat in Summe gut gewirkt. Also wenn euch das nochmal interessiert, gibt es unten in der Beschreibung dazu Näheres. Dann kurze Frage, wie ist die Ernährung denn bekommen? Also erstmal sind wir besser bekommen als diese Gels, die wir beim Alpencross hatten. Da wurde mir ja richtig übel. Hier war es wirklich so, ich hatte zwischenzeitlich schon ein mulmiges Gefühl. So kurz bevor wir Brennerspitze waren, wo dann der Puls auch nochmal richtig gepusht worden ist, weil es ein bisschen steiler ist, war auch schon eher nicht mehr nur mulmig, sondern schon auch so ein bisschen Übelkeit da. Ja. Aber ansonsten tatsächlich recht gut. Ja, ansonsten ging es gut rein. Vom Geschmack her auf jeden Fall auch leckerer als das Zeug, was wir beim Alpencross hatten. Kann man nehmen, ist natürlich... Es ist halt Sportessen, Leute. Es ist auf keinen Fall lecker in dem Sinne, aber man kann es zu sich nehmen. Ja, von daher so all over, passte. Ja, es ist halt gab immer noch, man hat die Energie gemerkt, die das Zeug gegeben hat. Ja, das finde ich auch. Also insbesondere dann das Power Gel, ne? Wenn du da mal eine halbe Tube von nimmst. Und das hat auch was Mentales. Also es ist für mich dann auch schon so, weißt du, im Edgetal unten, da habe ich eine halbe Tube davon genommen. Und dann war so, okay, jetzt Musik rein. Habe ich mir echt irgendwie gute Beats auf Spotify in die Ohren gelegt. Und dann haben wir einfach nochmal 40 Kilometer durch dieses zählange Tal Windschatten Vollgas gegeben. Ja? Und das hat uns, glaube ich, beide ziemlich gut da durchgetragen. Also das sind halt die lange Passage im Edgetal, die war wirklich hart. Andere Frage, Basti, Equipment. Also wir haben ein bisschen was verändert, das habt ihr ja auch gesehen im Vergleich zum Equipment-Video, was nochmal hier oben eingeblendet ist. Also da ist noch alles, was wir vor der Tour geplant haben, drin eingeblendet. Und jetzt gehen wir darauf ein, wie war es nach der Tour. Per se haben wir schon mal eine Sache ganz stark verändert, oder Basti hat sie vor der Tour, ich sag mal 15 Minuten vor Abfahrt verändert, nämlich die Aerobars abgeschraubt. Ja.
Genau. Was, glaube ich, in Summe auch eine gute Entscheidung war. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Gute an den Gravelbikes ist halt, man sitzt aufrechter als beim Rennrad. Und ich mag es dann halt, wenn ich aufrecht sitze, auch meine Arme abstützen zu können. Und die Aerobars, die waren leider hier so im Weg, dass ich das hätte gar nicht richtig machen können. Das hätte ich irgendwie komisch packen müssen. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, Aerobars weg. Ja, und da muss man auch fairerweise sagen, da gab es gestern echt einen interessanten Kommentar. Da ist es so, da hat die Person gesagt, komm gerade nicht auf den Namen, aber vielen Dank für deinen langen Kommentar. Man braucht nicht solche Helme fahren, also Mountainbike-Helme mit Visier, wenn man dann Aerobars will und sich dann so in den Nacken legt. Also das ergibt gar keinen Sinn. Und die Geometrie der Gravelbikes ist für die Aerobars auch nicht ganz perfekt. Also da spürst du dann spätestens nach 200 Kilometern einfach deinen Rücken, weil da müsste, glaube ich, der Sattel ein bisschen vorgeschoben werden und so weiter. Da gibt es ein paar Tipps, das könnt ihr euch mal bei gezielten YouTube-Kanälen dazu durchgucken. Nächster krasser Equipment-Veränderer und ehrlicherweise einer der Heilsbringer, dass wir überhaupt unter 24 Stunden fahren konnten, waren die Lampen. Und das haben wir fehleingeschätzt, weil wir noch nie in der Nacht gefahren sind. Auch das, ja, wenn ihr mal so ein Abenteuer macht, dann macht es vielleicht doch einmal mit einer Nachtfahrt. Aber es ist schön, wir haben es gewagt und wir haben es dann auch geschafft, weil im Endeffekt dann euer Feedback zum Licht nach dem Equipment-Video sehr wichtig war. Und da haben wir dann schlussendlich auf eine sehr starke Lampe gesetzt von deinem Nachbar Arnulf. Größten Dank an dich. Ohne Lupine hätten wir die 24 Stunden nicht gehalten. Nicht geknackt. Ja, der Grund ist ganz einfach. Wir sind fast 10 Stunden oder vielleicht sogar ein bisschen länger in der Nacht gefahren und du kannst keine Geschwindigkeit bergab aufbauen, wenn du eine schwache Lampe hast. Weil du siehst einfach nichts und dann fährst du ins Nichts und das ist erstens saugefährlich und für den Kopf komplett belastend. Ich hatte ja hier diese kleine SP Connect Lampe dran und diese Lämpchen hier sind nett, ja, aber die sind halt quasi, damit wirst du gesehen, aber du siehst nichts. Ja, also natürlich ein Akkuthema, ihr könnt die nicht die ganze Nacht auf Volldampf fahren, die Lupine. Mussten wir auch nicht, denn berghoch kannst du sie ja auch einfach nahezu ausmachen, kleinster Modus. Aber das hier hätte nichts gebracht, also das war absolut. Gewichttechnisch vielleicht besser, ja, weil du hast natürlich bei der Lupine auch einfach nochmal einen extra Akku, den musst du dir an den Rahmen schon dran machen. Ja. Aber genau, und also braucht ihr safe. Ja, braucht ihr safe, genau. Und das ist natürlich ein Punkt, also das ganze Equipment-Thema zu zweit ist natürlich ein bisschen leichter, wenn nämlich einer schon mal die Lupine hat, ich hatte dann quasi das andere Equipment, wir haben es ein bisschen ausgeglichen, das macht es echt leichter, weil man braucht keine zwei Lupinen. Also es war dann gut für uns beide, einer hat ausgeleuchtet, ich bin hinterhergefahren beim Berg runter und das ging gut. Das war also eines der wichtigen Themen noch da. Und dann schlussendlich das Thema Tour und Route. Ja, das ist auch noch interessant. Erstmal, wie fandst du die Tour so generell von München zum Gardasee? Sehr schön, muss ich echt sagen. Hat mich überrascht. Ich fand es super spannend, einfach auch in der Nacht zu fahren, den Brenner bei Nacht zu sehen, diese Lichtkegel, die da durch die Berge huschen. Also wirklich sehr, sehr schöne Tour. Bis nach Brenner runter, bis nach Italien rein, nach Bozen wurde es ein bisschen zäh. Ja. Da kam ein Teilstück, das war tatsächlich nicht so schön. Aber dann Gardasee wieder hinten hoch, auch wieder schön. Also in Summe wirklich zusammengefasst, ist es eine schöne Tour. Ja, also ich fand's insofern cool, also dieses Ziel München-Gardasee, als dass der Brenner als der höchste Punkt und dann auch eben fast die Mitte der Tour, ja, eben in der Mitte liegt. Also das ist super, finde ich. Das ist mental klasse. Du hast irgendwie so diesen Höhepunkt der Tour in der Mitte, die Kilometer sind halb abgehakt, die Höhenmeter sind halb abgehakt und du rollst dann quasi Richtung Gardasee. Es sind dann immer noch 180 Kilometer, aber es ist schon irgendwie ein cooles Gefühl. Ja. Was noch ein Punkt ist und vielleicht irgendwann ein Thema in der Zukunft, dass vielleicht Komoot irgendwann Verkehrsdaten hat, das wäre nochmal optimaler, ist natürlich absolut vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn es so wäre wie bei Google Maps, dass man Baustellen und Umleitungen angezeigt bekäme, wäre es für unsere Tourenplanung natürlich noch mal besser gewesen. Da haben wir nicht ganz gezielt geplant, deswegen sind dann im Endeffekt auch diese 15 Kilometer Zusatz zustande gekommen. Und ich habe das ist eben auch ein Punkt im Etschtal, einmal dem Hauptradweg der Radroute vertraut bei Trento. Und die hat uns dann zickzack, das seht ihr vielleicht bei Komoot, die hat uns zickzack durch irgendwie an dem Fluss vorbeigeführt. Und das war Quatsch, da hätte ich dann tatsächlich besser auf Komoot gehört und hätte quasi den Strich anstatt den Bogen hätten wir dann machen müssen. Aber ansonsten würde ich auch sagen, war das eine spannende Tour. Und lief mit dem Equipment auch ganz gut, oder? Ja. Also mit dem Handy und mit den Kopfhörern. Wir hatten hier und da schon Stops, wo wir auch wieder umdrehen mussten. Das heißt, wenn ihr einen Bordcomputer habt, einen Wahoo, was auch immer, ist es schon natürlich noch mal geiler, ja, weil der hält vom Akku wahrscheinlich locker die Zeit durch.
und man muss dann nicht öfters Handy an, nochmal gucken und über Stöpsel genau hinhören und so weiter. Aber es hat funktioniert. Es war jetzt auch nicht so, dass wir uns richtig verfahren haben und gemerkt haben, oh shit, ey, wir haben jetzt hier 10 Kilometer in die falsche Richtung gestrampelt. Das haben wir nicht gemacht und man muss auch dazu sagen, wir sind nun mal auch hier, um Medien für euch zu produzieren. Das heißt, die Kameras sind ja eben auch ein wichtiger Teil unseres Equipments und auch das Handy. Also schlussendlich wollen wir auch eine Instagram-Story für euch aufbereiten und ein Foto schießen. Und wenn das Handy für uns am Lenker ist, ist das für uns als eben Medien-Creator nochmal ein bisschen leichter. Aber da ist jeder halt auch anders drauf. Wenn man das Handy dann hinten drin hat, ist eben das Foto nicht so schnell geschossen. Was wir für euch machen, um euch hier zu motivieren und zu inspirieren mit diesen Videos. Ja, wenn du auf Performance gehst, ist das vielleicht auch so ein bisschen der Zeit, wenn du natürlich sagst, du fährst das durch, ohne dass du filmst, sprichst, Drohne fliegst, Timelapse machst, bist du auch einfach in Summe einfach nochmal echt einen ganzen Zacken schneller unterwegs. Ja, genau, also das ist ein großer Punkt. Wir sind super stolz, 21 Stunden 45 geschafft zu haben. Natürlich wären wir noch stolzer gewesen, hätten wir unser imaginäres Ziel von 20 Stunden geknackt, aber wie du sagst, da hängen halt auch ein paar Dinge bei. Wir haben jetzt vielleicht, das ist vielleicht auch eine Ausrede, aber im Endeffekt 17 Stunden Fahrzeit, das muss man vielleicht sehen, und ein 22er Schnitt ist eigentlich über so eine Tour schon eine ganz solide Sache. Von daher, Props. Dir auch. aber nochmal eine andere Sache ist quasi, jetzt hatten wir gerade den Tourenverlauf, gut, aber jetzt mal die Tourenplanung in Sachen Zeit. Wir hatten ja mehrere Gedankengänge vor der Tour, wie wir es aufbauen möchten können. Und es gibt wahrscheinlich auch 1000 Herangehensweisen. Wie fandest du es jetzt, um 16 Uhr loszufahren und eben so gegen 2 Uhr mittags anzukommen? Also ich habe natürlich jetzt nicht den Vergleich, wie es ist, in der Nacht loszufahren und in der Nacht anzukommen. Per se fand ich es aber sehr angenehm, dass wir im Hellen gestartet sind, im Hellen angekommen sind. Auch wenn man dann hier natürlich mehr oder weniger noch mal so ein bisschen gezwungen war, seine 4-5 Stunden wach zu bleiben, damit man nicht komplett aus dem Rhythmus kommt. Also wir sind dann ja hier um 16 Uhr. Nee, wir sind um 14 Uhr oder so. 14 Uhr angekommen und haben uns dann noch wach gehalten bis 21 Uhr. Ja, und dann haben wir echt lange einfach so, wir sind in der Unterkunft, haben wir eben eingecheckt, Freunde von uns waren hier und haben uns unsere Zeug gebracht. Dann haben wir spazieren gegangen, runter, Pizzeria. Also dann haben wir uns halt wach gehalten mit Kaffee und waren einfach dusselig im Kopf. Also es war so komplett. Aber für den Tag drauf fand ich es jetzt eigentlich gut, weil so konnten wir dann um 21 Uhr gesättigt schlafen, haben natürlich 12 Stunden gepennt, aber sind jetzt einfach wieder im Rhythmus und es geht normal weiter. Und die Tourenplanung ist auch da wieder im Prinzip als Videothema war das sehr geschickt, dass wir in München mit Helligkeit gestartet sind, um euch diese tollen Bilder zu präsentieren. Es war ja auch ein toller Sonnenuntergang, wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Und dann sind wir hier angekommen und haben auch da einen in Sonne gehüllten Gardasee vorgefunden, was natürlich im Video viel besser kommt, als wären wir jetzt um 1-2 Uhr nachts in München losgefahren und dann eben auch um 10 Uhr abends oder um 12 Uhr. Ja, und so weißt du ja auch zum Beispiel, die Pizzerien, alles hat safe auf. Überleg mal, du kommst hier an und du kriegst hier kein Essen mehr oder sonst was. Genau. Und musst dir nochmal dieses Gel oder so reinschieben und dann damit schlafen. Dann kriegst du ja einen am Helm. Das ist frustrierend. Ja, in diesem Sinne, das nächste Abenteuer bewältigt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir im Winter? Da könnt ihr ein paar Tipps schon mal in die Kommentare schreiben. Und es gibt bestimmt auch ein paar Fragen, die noch aufgekommen sind, die eben jetzt unter dem Hauptvideo listen, was zumindest zum Drehzeitpunkt dieses Videos hier noch nicht online ist. Deshalb, Basti, ich danke dir schon mal für das Abenteuer. Sehr gerne. Es war eine geile Geschichte. Und das nächste war dann nochmal ein Stück schneller. Aber, oder eine andere Tour, man muss sich ja das hier nicht nochmal vornehmen. Ja, still fast Joch nehmen wir mit. Genau. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich wieder. So, und jetzt eine Woche nach der Veröffentlichung des Videos darf ich auch eure Fragen unter dem Video nochmal fokussiert beantworten. Es kamen noch ein paar andere Fragen als das, was ich und Basti eben schon vorbesprochen haben. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Punkt Nummer 1, Monat September. Würdet ihr das nochmal so machen? Es ist ja so, dass wir auch natürlich im Juli, August hätten fahren können. Da ist aber auch Hochferiensaison, da ist einfach mehr los. Das ist Punkt A. Und es ist natürlich wärmer. Der Vorteil eben an diesen Monaten, und das haben einige von euch zu Recht geschrieben, ist, dass die Nacht kürzer ist.
Das ist natürlich eine Option für all diejenigen, die die Nachtfahrt möglichst kurz halten möchten. Für uns war das jetzt aber kein ausschlaggebendes Argument, es nicht im September zu machen. Was die Abfahrtzeit in München angeht, haben wir ja schon die verschiedenen Strategien besprochen. Da kam von euch die Frage, ob wir es nochmal so machen würden. Und ich würde zusammenfassen, ja, ich würde gern nochmal am Tag, also am Nachmittag in München starten und eben auch bei Tageslicht irgendwann Mitte des Tages am Gardasee landen. Deswegen würde ich die Variante wieder so wählen. Einfach dieser Vorteil mit hier, ja, bei Tageslicht los, dann über den Brenner, wo es eh nicht so mega schön ist, als sehr infrastrukturelles Gebiet, wo viele Autobahnen und so verlaufen, in der Nacht und dann am Gardasee bei Tageslicht ankommen, finde ich eine gute Option. Kommen wir zum Thema Filmen. Wie fangen wir solch ein Abenteuer ein? Hier seht ihr schon alles, was wir an Equipment dabei haben, plus ein paar Akkus. Ja, die Drohne, ja, haben einige von euch gefragt, wie das funktioniert. Mavic Mini, super klein und dieses haben wir aufgeteilt. Das heißt, da kann man ja sehr einfach mit einem Controller und der Drohne an sich fliegen. Dafür nutzt man dann das Handy und das kann man sehr gut in Pausen machen. Wir haben ja nicht viele Drohnenaufnahmen im Video, aber immer mal wieder. Und es hat, glaube ich, auch das Video ganz schön aufgelockert. Also da ist das Setup so groß und passt super in die Hüfttaschen oder Ähnliches, ergänzend dann mit der Nahrung. Auf der anderen Seite GoPro, angebracht an diesen Mounts hier. Und das ist super, um sie an den Lenker zu machen oder auch mal an der Position statisch hinzustellen. Ich liebe das System, weil es so greifbar und schnell zum Vloggen, also Kamera auf sich halten und reden ist, oder eben zum Fahren. Was ich auch mache, das ist zwar jedem Geschmackssache, ob man es mag, aber beim Fahren, ja, GoPro in den Mund mit dieser Halterung und es funktioniert auch klasse. Das Kameraequipment ist auch unten in der Beschreibung verlinkt und falls es euch interessiert, natürlich kostet es Zeit, das Filmen, aber mittlerweile sind Basti und ich da so eingespielt, dass es vom Abenteuer wahrscheinlich irgendwie eine oder zwei Stunden gekostet hat. Kommen wir zu einer Frage, die auch viele von euch gestellt haben und zwar schien Basti im Video deutlich fertiger zu sein als ich und da gibt es jetzt verschiedene Gründe, Dinge, worauf man da jetzt eingehen kann. Punkt A, viele von euch haben nach seiner Übersetzung gefragt, also er hat ja vorne ein Ritzel und hinten 11, ich habe vorne 2, hinten 12. Das ist natürlich könnte ein Aspekt sein. Ich habe es mit meiner Schaltung als sehr gut empfunden und würde gerne wieder 2 beifahren bei so einem Abenteuer. Basti hat solch ein Fahrrad nicht und hat eben auf die 1:11 Übersetzung gesetzt und hat es auch geschafft, aber kann einer der Gründe sein, warum er ein bisschen kaputter war. Die andere Seite ist die Ernährung. Basti hat selbst nicht so viele Powergels mit Koffein und so nehmen können, weil ihm das sehr stark auf den Magen geht. Und der dritte Punkt ist halt schon die Kleidung. Ich habe kein Problem damit, sehr eng anliegende Sachen zu tragen. Und Basti hat ja dann doch eher das weite Shirt und auch die weite Hose an. Auch das ist vielleicht nochmal in Summe ein Grund, warum es da ein bisschen schwieriger gefallen ist. Und das bringt mich auch zum letzten Punkt dieses Q&A-Videos, nämlich der Energiezufuhr und dem Essen. Wie haben wir das gelöst? Da braucht man natürlich einiges. Die Zoomto-Uhr hat mir am Ende der Tour angezeigt, dass ich 5000 aktive Kalorien verbrannt habe. Jetzt nehmen wir mal an, dass quasi mein normaler Tagesverbrauch auch nochmal bei 2500 liegt. Heißt ungefähr 7500 Kilokalorien an diesem aktiven Tag. Das ist natürlich eine Menge Holz. Wir haben mehrfach gehalten und haben uns irgendwo eine Pasta oder Brote an der Tankstelle und so weiter gezogen. Da haben wir nicht so viel von dem Video gezeigt, weil wir es nicht so interessant fanden, uns da beim Essen zuzugucken. Aber das ist natürlich ein Ding. Haltet an verschiedenen Punkten, wo ihr euch mal richtig den Magen vollschlagen könnt. Esst natürlich Speisen, die leicht gängig sind, die auch gut verdaubar sind, nicht zu fettig. Und ja, esst das, worauf ihr in dem Moment Lust habt. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten zu diesem Q&A-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das Fazit zur Tour ist gezogen. Eine Frage zum Abschluss. Was ist das nächste Abenteuer? Es gibt viele starke Ideen für den Wintersport, denn jetzt so langsam bricht der Winter an und da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank und bis dahin, nächstes Video hier eingeblendet. Direkt einschalten zum nächsten Abenteuer. Wir sehen uns da wieder. Ciao.